Hallihallo, Freunde. Willkommen zurück bei Fire Emblem Radiant Dawn. Da bin ich. Hey. Ja, beim letzten Mal habe ich leider eine Katze gesprochen. Es tut mir auch leid, dass es wirklich am Freitag nichts kam. Ich hatte auch Ohren zu tun. Und es tut mir leid, dass nichts kam. Wir waren aber hier, die Sachen durchzugucken. Die waren wichtig. Kauft Leute Teils bei. Wir brauchen nur eine Minute eure Zeit. Hallo! Hallo Jorge! Hallo Damien! George wahrscheinlich. Nicht was? Wir wollten euch nur kurz erzählen, wie wir euch helfen können. Ich meine, sie sind viel zu ähnlich. Ihr habt, ich hab's ihr schon gesagt. George wird die Items oder Waffen von uns aufkaufen, die wir nicht länger brauchen. Und Daniel? Ah, entschuldigt mal, wir sind hier mit Mikael zu sprechen. Nichts mit einem biederen, allwissenden Mikael. George, ich zu Na, wir wollten nur von ein paar Änderungen in unserem Geschäft berichten. Na schön, ich werde meinen Mund halten, aber nur, wenn Daniel das Gespräch führt. Danke. Also, was gibt es bei euch? Hey, danke der Nachfrage. Ich habe hier jemanden, der ist ein absoluter meisterhafter Schmied. Ich dort Waffen her, das glaubt ihr gar nicht. Die könnt ihr nicht einfach überall kaufen. Hey, danke, George. Ich selbst stelle auch Waffen her. Die sind sogar ziemlich gut, wenn ich mit das mal zu sagen darf. Eigentlich sollte doch nur Daniel reden dürfen. Diese Stimme, ne? Eigentlich nicht. Und es ist nur so, wie die Sonnenstimmungen sind seit einiger Zeit ziemlich strau. Es ist schwierig, ein Rohmaterial heranzukommen. Deswegen wollten wir euch fragen, wenn ihr Waffen übrig habt, die ihr nicht braucht, können wir sie dann an uns verkaufen. Ja, bitte! Nein, die Leute stimmt nicht. Noch besser, verkauft mir eure Waffen und ich gebe sie Daniel. Dann kann er sie einstufen und das Metall für neue schöne und viel schönere Stücke verwenden. Das kostet zwar nichts, Waffen zu verbessern, aber das muss so, das ist das ganz gut gespürt. Eine nur für euch geschmiedete Waffe hebt euch von einem gewöhnlichen Soldaten ab. Das ist doch ein Geschäft, oder? Jetzt habt ihr keine Ausrede mehr, nicht bei uns vorbeizukommen. Nicht wahr? Okay. Ja, danke schön. Noch etwas, wenn ihr eine Münze bringt, dann gebe ich euch ein kleines Extra dazu, woran ich für euch arbeite. Ich bin noch gestoßen. Nee. Ist die. Das ist ein bisschen gut. Wirft sie nicht einfach weg. Verkauft sie nicht an irgendwelche Fremden. In der Stadt. Ich hoffe, ist dir aufgefallen? Ja. Seit wir hier angekommen sind. Was sollen wir tun? Ich spüre keine Angst. Wer es auch sein mag, er wird es keinen Schaden zufügen. Ja, das machen wir es. Gut. Auf 3. 1, 2, 3. So, jetzt können wir dein Gesicht sehen. Du bist ja ein Mädchen. Ich tut mir leid. Hey, warte doch, lauf nicht fort. Ich bin Mikaya, hab keine Angst. Bist du verrückt geworden, darfst du doch deinen Namen nicht sagen. Wir sind auf der Flucht, falls du das vergessen hast. Es ist schon gut, sie ist nicht hinter uns her. Das ist mein Bruder Soph. Ach, das Bruder, das höre ich zum ersten Mal, dass das der Bruder ist. Hör ich zum ersten Mal. Bist du aus Nevasa? Oh, hallo. Und du bist? Ich bin Mac. Ich kenne noch einen anderen Menge. Was machst du denn hier am Rand der Wüste? Ich suche nach jemandem sehr wichtigen. Jemand, der mir nahesteht. Ganz allein? Ja. So weit draußen willst du jemanden treffen? Ich fahre mal ein bisschen mehr in die Mitte des Bildes. Komm mal hinterher, Mensch. Denn da liegt noch das... Da liegt noch das Gamepad. Das Mikro steht jetzt da. So. Ich muss das ein Stück verschieben.
Ich weiß gar nicht, ob die Familie überhaupt sind, mit der ich die ganze Zeit spiele hier. Die wichtig für uns da hinten. Ich bin mir auch nicht sicher, ihn zu treffen. Ich weiß nur, dass er hierher kam, bevor er verschwand. Und da dachte ich, vielleicht ist er eher in die Wüste gegangen. Nein, Moment. Was für ein Zufall. Wir suchen eben auf. Was für ein Zufall. Wir ebenfalls nach jemandem in der Wüste. Möchtest du mit uns kommen? Wirklich? Ganz ehrlich? Ja, klar. Oh, danke schön. Seit ich ganz allein Krimea verlassen habe, fühle ich mich so einsam. Du bist den ganzen langen Weg aus Krimea gekommen. Ich bin überrascht, dass du es überhaupt so weit geschafft hast. So kann ich Kamera wieder anmachen. Frag mich nur, wenn ich... Wäre das geklärt? Willkommen an Bord, Nick. Du bist jetzt einer von uns. Habe ich gerade echt einfach eine neue Einheit bekommen? Schwertkämpferin, krasse Sache. Hm. Okay, danke. Ich glaube, die Basis kann man verlassen. Mikaya, was ist los? Ich weiß es nicht, ich spüre etwas. Hier ist eine Präsenz, die mich zu rufen scheint. Na gut, Mikaya, wir beide sollten es mal genau untersuchen. Ja, die anderen erkundet die Umgebung. Verstanden. Alle Mann, seid auf der Hut. Faszinierend. Ich kann einfach nicht glauben, dass diese Ruinen noch stehen. Sie scheinen wirklich sehr alt zu sein. Ich frage mich, wer sie erbaut hat. Jetzt bin ich ganz nah am Mikrofon. Ihr seht nur noch meine Haare. Ich brauche dringend mal irgendwas, wie ich das Mikro aufstellen kann, damit man das dann auch hier sehen kann. Dann kann ich nämlich da besser reinsprechen, dann hört man mich auch. Aber jetzt müssen wir damit Vorlieb nehmen, dass es da unten steht. Wenn man sich ihre Größe anschaut, dann müssen die Lagos die Erbauer gewesen sein. Wie kommst du darauf? Überleg mal, wie wäre es, wenn sich ein Vogel in einen Drachen verwandelt? Wie es wäre, sich in einen Vogel oder Drachen zu verwandeln wie die Lagos. Es ist eine Sache, zur Hälfte ein Tier zu sein. Aber mir die Kraft zur Verfügung, sich in dieses Tier zu verwandeln, mit mehr körperlicher Stärke, als wir uns vorstellen können. Ich glaube, so einen Palast können sie erbauen, bevor sie gefrühstückt haben. Du hast bestimmt recht, aber nicht die Ruinen, die vielleicht von Lagos erbaut wurden, verwundern mich, sondern Dingsdorf. Du hast dich verändert, weißt du das? Ich? Wie denn? Ich weiß noch genau, wie du die Lagos Halbmenschen nanntest. Ein hässliches Wort ist das. Und sieh dich jetzt an. Nun, Beag werden nicht ohne Grund Keim des Wissens genannt. Und die Lagos nicht ohne Grund Keim der Kraft. Doch nun weiß ich, dass die Unterschiede zwischen den beiden Rassen nicht bedeuten, dass eine besser als die andere ist. Das uralte Vorurteil der Beorg gegen die Lagos basierte auf reinem Unwissen. Als ich während des Krieges vor 3 Jahren Eiche begegnete und unter seinem Kommando kämpfte, da wurde mir das bewusst. Ach so, ich dachte, du sprichst von deiner Erleuchtung und stattdessen sprichst du nur wieder über ihn. Was meinst du mit wieder? So, manchmal scheint jedes zweite Wort von dir wie ein Loblied auf Eiche. Ich weiß, dass du an seiner Seite gekämpft hast, dass du ihm dein Leben verdankst und dass du ihm nacheifst, weiß ich auch. Aber sieh mal, für das Volk Daeins ist er derjenige, der uns vor 3 Jahren in die Knie zwang. Einige würden ihn sogar Erzfeind nennen. Ja, natürlich weiß ich das, jeder weiß das. June? Was hast du vor? Wo willst du hin? Oh, June ist von der Schulter verschwunden. Unglaublich. Bergeweise Schätze. Vielleicht war es das Gold, das dich rief, Mikaya. Was seid ihr denn? Da gehen wir kurz vor und schon kommt unser Abendessen zu Besuch. Lange schon lief uns kein Wort mehr in die Fänge. Bruder, überlass dir
Ja, der braucht eine Stimme passend zur Crossing. Also, solange ich nicht weiß, wie ein Charakter aussieht, kann ich auch keine Stimme zufügen. Das ist nicht in der Lage zu werden. Kai, informiere die anderen. Sag getan. Schwing. Hey, das ist ja Mac. Nein. Ich hab doch 9 von 9. Ah, ich darf Position anpassen. Weg. Schon dabei. Aber was seid ihr für tun? Ein Tiger. Tiger, alles Tiger. Oh, eine Katze. Katze und Tiger. Eschan und Ardo hier. Heute ist irgendwie komisch. Nicht die Schlacht und so. Also Mikaya und Sova kann ich nicht. Aber ich glaube, ich werde es lohnen mal hier. Das Einzelne. Edward, ich glaube, ich tausche mich mal mit Laura. Laura ist nicht besonders stark. Deswegen bleibt die im Hintergrund. Außerdem ist es ja so, dass sie keine Waffe hat zu angreifen. Aber das sieht jetzt erstmal nicht aus. Weiter das ist auch noch ein Angriff, Kampf beginnen, ja. Aber wir haben hier noch 3 Minuten. Nein. Aber wir sind hier keine Tutorial durch. Das so. Und dann liegen da hinten an. Bla bla für Nolan. Ich hab deinen Tisch, damit das kannst. Ein paar Wedgets bekommen und... oh, der kommt sogar ran, das ist natürlich schön. Kriegt er denn weniger Schaden? Ich meine, der würde auch 2 Angriffe überleben. Komm ich denn mit Optimum da dran? Mit dem kann ich bis dahin laufen, dann kann ich mit der Windschneide anlaufen. Und die töten. Oh, das ist ganz anders. Wenn er jetzt nochmal trifft. Ja, natürlich trifft er 2-mal. Das ist irgendwie unser Edward. Und dafür kriegt er ein Level up. Level up! So. Kartenfähigkeit, Geschwindigkeit und Verteidigung. Du hast keine Fernwaffe. Das ist schade. Du hast die langsam. Leonard! Dorthin. Angreifen den Stahlbogen. Katze dann hin. Oh ja, Leonard von Leonard! Level 10! So, Elfendonner reicht nicht, aber schwächt es so sehr, dass es sterben müsste, egal wie es angreift danach. Oder eher, ich weiß es nämlich nicht. Ja, ein Level up für. Ich habe meinen Namen vergessen. Iliana, oder? Ne? Ja, Iliana. Stärke ist gestiegen, aber die greift magisch an. Oh, der ist zurückverwandelt. Interessant.
schützt mal hier hinten noch unseren lieben Aran. Ich finde es interessant, dass sich zurückverwandelt hat. Oh. Das ist nicht ganz so geil. Komm, nimmst du da hinten noch ein bisschen unter den Schuss. Durch die Wand hindurch. Da kann er nämlich nicht angreifen. Und da muss ich erstmal die Wandkraft zerstören, aber dann kann ich schon mal... Wie positioniere ich den da? Weg? Weg. Die darf das dann nicht positionieren. Ja. Genau. Laura kommt dahin, das ist gut. Vor, komm einfach los. Laura, du bist dahin. Und fliegst Aran. Ich mich für mehr, dass es mir ein KP wird. Eben nicht mehr. Ja doch, hat einen mehr gemacht. Na gut, es ist etwas. Oh, Reden. Manchmal habe ich plötzlich Angst. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Diese Angst reißt danach fast mein Herz in zwei. Bitte versprich mir eins. Versprich, dass wir das durchstehen. Ich werde mein Bestes tun, am Leben zu bleiben. Das ist alles, was ich tun kann. Einverstanden. Puh. Hier mit dir noch. Wir können reden mit Mikaya. Wir müssen immer Seite an Seite kämpfen, Mikaya. Ich werde uns mit all meiner Kraft beschützen. Ich werde nicht zulassen, dass uns was passiert. Wir kämpfen schon so lange Seite an Seite, da lassen wir einander jetzt nicht im Stich. Oh. Wie habe ich das jetzt bekommen? Einfach da reingerannt. Warte mal. Was? Das fand ich jetzt lustig. Einfach mal Meistersiegel bekommen. Ach, ah, da heilen die sich dran. Okay. Die angegriffen. Ja, aber das war wirklich schade. Diana hat sich geheilt. Ah, Rana hat sich aber auch wirklich. Elmo, greif mal an. Schnell ist geil. Und weil einfach so extrem schnell ist. Zack! Zack! Achso, der Typ kann gar nicht angreifen. Boah, die geben sich schon ziemlich geil aus. Und ich achte dann wieder Zeit, oder? Na gut, mache ich mal. Oh, Waffen errichten. Sehr schön. Das ist so wenig. Leonard, wie läuft es denn so? Wenn ich meine Axt schwingen soll, genügt nur ein Wort. Hey, schön zu sehen, dass nicht nur ich noch am Leben bin. Wir sollten beide versuchen durchzuhalten. Und Wurfball. Und die Unterstützung. Und... Das hier hat's erledigt.
Erfahrungspunkte. Truhenschlüssel erhalten. Ah, das sind Truhen, die ich erst jetzt sehe. Boah, die sind hier so unkenntlich. Mikai, unterstützt mich bitte, Aran. Ja, das reicht, damit Aran das auch auslöschen kann. So, und jetzt töte ich das Vieh noch mit Aran und dann hat sich die Folge auch... Oh, Waffenmittel steht das schon. So, töte das Vieh. So, Level Up für Aran. Level Up. So, das soll es dann gewesen sein für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich werde jetzt eine Folge aufnehmen, also für morgen wieder feiern. Ich weiß, ich hatte eigentlich mal Kriterien verschworen, aber... ist momentan schwierig und... ich hoffe, ihr verzeiht das. Wir sehen uns morgen. Ciao.